Die folgende Übung dient der Verbesserung der Kniegelenksbeweglichkeit, indem die vordere Oberschenkelmuskulatur gedehnt wird. Sie ist geeignet bei einer Arthrose der Kniescheibe oder auch bei Schmerzen im Bereich der Kniescheibe, zum Beispiel beim Patellaspitzensyndrom. Sie liegen in Bauchlage auf einer Matte, das Becken nun in den Boden drücken, die Gesäßmuskulatur anspannen. Das betroffene Bein nun mit der Hand zur Richtung Gesäß ziehen, bis ein deutliches Spannungsgefühl in der Oberschenkelvorderseite entsteht. Diese Position für mindestens eine Minute halten. Dabei ein Hohlkreuz im Rücken vermeiden.